Moin moin, liebe Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tomcat hier. So, heute kümmern wir uns mal um ein Thema, das vor allem, oder um zwei Themen, vor allem die RS 125 GP Replika betrifft und die normale RS 125 und natürlich auch die Tohono 125. Wir werden dabei folgende Themen bearbeiten. Und zwar Nummer 1. Der Quickshifter beziehungsweise die GP-Schaltung oder richtig formuliert die Umkehrschaltung. Welche Werkzeuge ihr dafür braucht, was für Teile und ob das überhaupt Sinn macht, werden wir klären. Das bezieht sich hauptsächlich auf die GP-Replika, weil die hat ja einen Quickshifter. Es sei denn, ihr habt eine RS 125 und ihr habt euch einen Quickshifter separat gekauft. Das zweite Thema wird sein der Auspuffstock. Wie hört er sich an? Also seinen sogenannten Soundcheck. Und welche Alternativen gibt es? Und welchen Sinn macht ein Sportauspuff? Also Jungs und Mädels, wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt schön dran. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, nicht vergessen zu abonnieren. Für alle anderen einen Daumen nach oben und Kommentare schreiben. Wir sehen uns nach dem Intro. Meine lieben Freunde, Technikbegeisterte und Hobbytüftler und Bastler. Ja, wie gesagt, RS 125 GP Replika ist dafür prädestiniert, weil sie hat einen Quickshifter und die anderen, wenn sie im Nachrüstsatz den Quickshifter verbaut worden ist, dann funktioniert das dann natürlich damit auch. Wobei es gibt natürlich Spezialisten, die sind der Meinung, ich kann mit jedem Motorrad Quickshiften. Und somit kann ich auch bei jedem Motorrad auch eine Umkehrschaltung machen. Im Motorsport wird das heute immer noch verwendet. Also diese sogenannte Umkehrschaltung, weil es wohl für die Racer einfach besser ist. Einfach beim Fahren einfach nur nach unten zu drücken. Tja, bei den normalen Motorrädern eben halt nicht. Gut, kommen wir halt einfach mal zur Technik. So, hier habt ihr den Schalthebel. Ja, was braucht ihr? Ich habe jetzt kein Werkzeug mit, um euch das zu demonstrieren. Muss ich auch nicht, ich erkläre euch das. Erkläre ich euch dann gleich die Vorteile, Nachteile. Und ja, ihr müsst für euch selber entscheiden, ob euch das was nützt oder nicht. Ich denke einfach, normalerweise nutzt euch das nichts, da ihr gar keinen, ihr habt keinen Blipper. Mit einem Blipper wäre das noch was anderes, aber ohne Blipper macht das eigentlich wenig Sinn. So, also ihr braucht erstmal hier, es ist auch eine andere Schraube, falls euch das jetzt auffallen sollte. Ja, das ist eine andere Schraube als die, die ihr habt, weil wer meine Videos verfolgt hat, weiß, dass ich meine verloren habe. Und hier wurde jetzt eine Ersatzschraube geschaffen von
Honda Motodrom oder Honda Zweiradcenter Motodrom in Treptow, meiner Werkstatt. Und die haben halt hier ja etwas gemacht, was nicht original ist, und ich müsste, hätte 6 Wochen oder 4 Wochen auf eine Originale warten müssen. Und da habe ich gesagt, nee, müsst ihr ja nicht. Hauptsache, das hält und funktioniert. Also auf jeden Fall braucht ihr, ich glaube, das ist bei euch auch so, erstmal einen Innensechskant. Ihr solltet eins vorher machen. Das Ding muss wieder mit Drehmoment angezogen werden. Also ein Drehmomentschlüssel ist sehr, sehr wichtig dabei. Und ihr solltet mit fest, also mit einem Drehmomentschlüssel nehmen, der festgezogen, also auf fest steht. Und dann solltet ihr erstmal gucken, mit welchem Drehmoment ist denn diese Schraube festgezogen. Denn genauso sollte sie dann auch wieder festgezogen werden. Die müsst ihr lösen, diese Schraube. Und dann wird dieser Arm, also es kommt dann alles runter, es hängt dann hier so runter. Dann kommt dieser Arm, der muss nach oben zeigen. Dazu müsst ihr diese Schraube hier hinten, hier ist nochmal eine Innensechsgangschraube, dort, die muss ebenfalls rausgedreht werden. Dann könnt ihr diesen Arm vom Zapfen runternehmen, der ist hier mit, der ist hier gekerbt sozusagen, da kann man auch nichts verkehrt machen. So, dann zieht man die raus, dreht die einfach um und setzt die nach oben hin, sodass die hier oben steht. Gut, also ihr habt das alles abgeschraubt, ihr habt diesen Arm nach oben gesetzt, jetzt müsst ihr hier, das wird wieder so eine Fummelei, mit einem Imbus, der ziemlich kurz ist, diese Schraube wieder festziehen, weil die geht wirklich nur von der einen Seite rein, von der anderen Seite ist sie nämlich ja nicht versenkbar. Und das bedeutet, ihr müsst hier so ein bisschen sehr, sehr viel fummeln. Wenn ihr dann jetzt den Arm da oben wieder dran setzt, werdet ihr feststellen, dass ihr nicht mehr schalten könnt, weil diese kleine Kiste hier oben dran hängt. Bei der RS660 wäre genau dasselbe Problem gewesen. Die hat nämlich eigentlich genau den gleichen Rahmen. Aber dieser Quickshifter wurde etwas anders gebaut. Das heißt, da ist dieses Teil einmal um 45 Grad gedreht. Ihr kommt mit dem Ding nicht am Rahmen vorbei, ihr würdet hier immer gegenschlagen. Bedeutet auch, ihr könnt gar nicht schalten. So, dazu braucht ihr, das kann man sich selber machen aus Gummi. Also wenn man so einen Gummistopper hat oder sowas, kann man sich hier sowas selber machen. Das ist so 1,5 cm dick und hat 2,5 cm Durchmesser. Das würde jetzt hier noch vorkommen oder hier beziehungsweise hier hinterkommen an den Arm, und dann würdet ihr damit den Abstand hinbekommen. Dann zieht ihr das wieder fest und dann geht das auch vorbei, und dann könnt ihr anstatt die Gänge rauf, also beim Hochschalten immer nach oben zu drücken, könnt ihr so machen. Vorteile: ich sehe bei der 8 Liter Klasse eigentlich gar keine. Wie gesagt, aber das müsst ihr halt im Grunde genommen selber entscheiden. Das obliegt nicht mir. Ich, wie gesagt, persönlich ändere hier nichts, weil ich sehe da keine Vor- oder Nachteile drin, solange da nicht ein Blipper drin ist. Bei der R660, da ist ein Blipper drin, und da kann man das ganz einfach umsetzen und dann hat man diese Rennsportschaltung. Das wäre es eigentlich schon zur Umkehrschaltung oder wie ich sie oftmals nenne, MotoGP-Schaltung. Ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich würde sagen, wir kommen dann zum nächsten Thema. Ja, für das nächste Thema, habe ich ja gesagt, wollen wir uns mal um den Auspuff kümmern.
Es gibt leider keine Sportauspuffanlagen derzeit für die Aprilia. Weder für eine Tuono, weder für eine normale RS125, weder für eine RS120 GP Replika. Es gibt wohl einen von der Firma Mief. Und der ist aber, also Mief selber bietet ihn oder preist ihn an, er wäre auch Euro 5 konform. Ich aber sage oder habe auch gehört, nein, es ist ein Euro 4 Cut verbaut und damit wäre er nicht mehr homologiert zur 2021er Serie. Und wir hören uns jetzt erstmal an, wie sich der Originalauspuff anhört. Ich werde einen Vergleich machen. Das heißt, es gibt dort ein Vergleichsvideo zur Honda Caffy. Da werde ich beide nebeneinander stellen und dann könnt ihr euch mal die Unterschiede anhören. Also Honda hat es ja hingekriegt, das habe ich ja auch in dem Video gesagt, als ich die Testfahrt mit der Honda gemacht habe. Ich kann es mir nicht erklären, dass Aprilia das eben nicht hinbekommt und bei Aprilia hört sich das Ding halt leider so ein bisschen an wie so ein Rasenmäher. Aber ja, ich kaufe nicht unbedingt ein Motorrad wegen dem Sound, sondern ich kaufe es, weil es mir gefällt und nicht, weil ich mir weil ich einen satten Sound haben will. Sowas kann ich mir dann, sage ich mal, beim normalen Motorrad, also ältere Modelle oder auch andere, kann ich mir sowas zusätzlich kaufen, wenn ich das unbedingt haben möchte und muss. Außerdem bringt das alles, wie gesagt, herzlich wenig, denn hier muss auch einiges umprogrammiert werden in der Elektronik, um ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Also ein sogenanntes Motor-Mapping muss gemacht werden, auch bei größeren Maschinen. Also Leute, die sich jetzt eine größere Maschine kaufen und denken, wow, ich habe mir jetzt einen Akrapovic gekauft, den schraube ich da dran und dann habe ich gleich 5 PS mehr Leistung, vergesst es einfach. Funktioniert nicht. Es funktioniert nur dann, wenn ihr eine Fachwerkstatt ranlasst und das Motormapping neu einspielen lasst. Aprilia hat mit der RS660 zum Beispiel ein Angebot gemacht und hat gesagt, pass auf, wer das Motorrad mit einem Akrapovic kauft, der kriegt von uns dieses Mapping und zweitens einen sogenannten Pit Limiter. Das heißt, ihr könnt dann per Knopfdruck das Motorrad auf 50 km/h reduzieren. Da drückt ihr drauf, als wenn ihr dann halt durch eine Boxengasse fahrt. Ob das im normalen Straßenverkehr was taugt, sei erstmal dahingestellt. Aber wie gesagt, das gibt es dazu. Und wichtig ist hierbei das Motormapping. Und ja, ohne Motormapping nutzt euch ein Sportauspuff eigentlich herzlich wenig, außer dass er ja besseren Sound macht. Kann ich mir aber beim Rotax-Motor ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der sich da irgendwie ein bisschen anders anhört. Vielleicht ein bisschen dumpfer. Ansonsten müsstet ihr den DB-Eater rausnehmen und dann seid ihr nicht mehr auf dem legalen Weg unterwegs. Bringt euch also auch nichts. Okay, hören wir sie uns an, oder? Ja,
Das wäre so der klassische Sound einer RS125 oder Tuono. Na, das nicht, das ist irgendeine Motorsäge. Und ja, eigentlich, wenn man so richtig in den Rev-Limiter reingeht, da hört sie sich eigentlich schon so richtig kernig an, finde ich. Aber mir reicht's. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Auch zum Vergleich zur Honda. Freue mich drüber. So, das soll es denn auch von mir gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hui, da stehe ich im Weg. Lasst gerne ein Abo da. Ne, das habe ich schon gesagt. Das soll man ja nicht so oft sagen. Oi. Das ist aber ein geiles Auto. Das ist aber ein richtiges geiles Auto. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war für euch informativ. Ich habe Spinnenweben schon wieder am Motorrad. Keine Ahnung, wo die herkommen. Und verabschiede mich damit und wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Strahlend blauer Himmel. Wer jetzt noch biken möchte, sollte es jetzt tun. Lange haben wir vielleicht nicht mehr. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Tomcat ist raus. Ciao mit Au und tschö mit Ö. Oder auch Servus. Ciao und Baba.